Favoriten-Ajax Amsterdam hat im Viertelfinale der Champions League auch Superstar Cristiano Ronaldo geärgert. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker. Im Hinspiel gegen Juventus Turin erkämpfte sich der niederländische Rekordmeister ein 1:1, 0:1. Spielplan und Ergebnisse der Champions League. Wuchtiger Kopfball von Ronaldo. Der über weite Strecken schwache italienische Rekordmeister war durch einen Treffer des Portugiesen, 45. in Führung gegangen. Zwar reichte es beim engagierten Außenseiter nur zum Remis, das 1:1 bedeutet dennoch eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinalrückspiel am kommenden Dienstag. Federico Bernardei zeigte sich denn auch zuversichtlich für das Rückspiel. In Turin werden wir wie heute einen weiteren Kampf liefern. Wir werden bereit sein. Und Coach Massimiliano Allegri meinte, wir können es noch besser machen. Manchen Vortrag nach vorn müssen wir einfach noch sauberer abschließen. Ajax muss dagegen ähnliche Qualitäten zeigen wie eine Runde zuvor. Dort hatten die Niederländer durch ein 4:1 im Rückspiel den Titelverteidiger und früheren Ronaldo-Club Real Madrid ausgeschaltet. David Neres verbesserte mit seinem Treffer 46. die Aussichten seines Clubs aber noch deutlich. DRZN gratis testen und internationalen Fußball sowie die Champions League live. Merz gegen Serbien 1:1. Eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte, stand vor 50.390 Zuschauern wie erwartet in der Startformation der Turiner. Der deutsche Nationalspieler Emre Can fiel verletzungsbedingt aus. 2014er Weltmeister Sami Khedira, unlängst noch am Herzen operiert, wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. Bei den Gastgebern, bei denen Alfred Schreoder, zukünftiger Coach des Bundesligisten TSG Hoffenheim, noch als Co-Trainer tätig ist, ruhten die Hoffnungen erneut auf Dusan Tadic. Der Ajax-Akteur war maßgeblich am sensationellen Weiterkommen des Teams von Trainer Erik ten Hag gegen Madrid beteiligt. Jetzt Fanartikel internationaler Top-Clubs kaufen, hier geht es zum Shop. Anzeige: Ajax bringt Juve in Bedrängnis und auch gegen Juve spielte Ajax munter drauf los. Die Gastgeber attackierten früh und drängten Juve zurück. Nach 18 Minuten musste der Turiner Torhüter Wojciech Szczęsny einen Schuss von Hakim Ziyech klären. Wenig später verzog Donny van de Beek knapp. Von Ronaldo war zu diesem Zeitpunkt fast überhaupt nichts zu sehen, wenngleich Allegri dem Ausnahmestürmer ein Sonderlob aussprach. Er ist ein Spieler einer anderen Kategorie. Zwar kamen die Turiner nach einer halben Stunde besser ins Spiel, dennoch waren die Gastgeber der Führung näher. Doch dann kam Ronaldo. Nach einem Einwurf kombinierten die Gäste durch das Mittelfeld, nach einer Flanke stand Ronaldo völlig frei im Strafraum und traf per Kopf. 45. twitter.com/im-football-status-11160819790182553636 Näher gleicht sehenswert aus. Ajax zeigte sich allerdings nicht geschockt. Nur 2 Minuten nach der Pause nutzten sie einen Fehler der Turiner Hintermannschaft. David Neres traf mit einem schönen Schuss ins Eck. Punkt. Die Gastgeber hatten im weiteren Spielverlauf mehr vom Spiel und zeigten sich mehr als gleichwertig. Das Mittelfeld der Turiner fand nur selten Zugriff und schaffte es häufig nicht, Ajax vom eigenen Tor wegzuhalten.